Der inhaftierte Journalist Tuncer Çetinkaya hat wegen der Folter im Gefängnis 30 Kilo abgenommen. Seine Nieren haben 54% ihrer Leistung verloren. Die Situation von Çetinkaya hat seine Tochter Rahime Gül über Twitter mitgeteilt. Der Vater müsse regelmäßig verschiedene Medikamente einnehmen. Nachdem der Vater ins Gefängnis kam, wurden ihm seine Medikamente in den ersten 3,5 Monaten verwehrt. Auch durfte er keinen Arzt sehen. Beim Gefängnisbesuch hatte der Vater seiner Tochter über die Folter gegen ihn berichtet. Einmal soll er 8 Stunden lang mit freiem Körper gefoltert worden sein. Auch Soldaten hätten den Journalisten im Gefängnis schlecht behandelt.